In diesem Video kümmern wir uns mal ganz kurz so ein bisschen nebenbei drum, wie man was wo umformt, was ist erlaubt, was darf man, wann darf man was. Viele Sachen haben wir schon benutzt, aber hier mal eine Übersicht über die erlaubten Umformungen, die man, wenn man eine Gleichung hat, auf der einen Seite steht irgendein Term A, auf der anderen Seite ein Term B, was man dann so machen darf. Wir dürfen natürlich etwas dazu addieren. Wenn wir etwas dazu addieren, müssen wir es auf beiden Seiten tun. Wir haben manchmal so Sachen, da nimmt man, was weiß ich, x plus 5 gleich 3 und dann sagt man minus 5 und schreibt hinterher nur noch hin. Aber genau genommen hat man eigentlich auf der Seite die 5 auch abgezogen. Das heißt also nichts anderes als einen Schritt dieser Art gemacht. Genauso natürlich, wenn man was dazu addiert. Wir haben manchmal auch solche Ausdrücke gehabt, da hatten wir stehen 5x ist gleich 15 und dann haben wir dahinter geschrieben, dass wir durch 5 teilen, weil diese 5 da vorne weg soll. Da passiert natürlich nicht nichts anderes, als dass ich die 5x durch die 5 teile und die 15 durch die 5 teile. Das kann man so aufschreiben, das kann man natürlich auch mit dem Doppelpunkt aufschreiben. Also äquivalent nichts anderes x als 3 sein soll. Das heißt also, so etwas darf ich als Äquivalenzumformung machen. Äquivalenz bedeutet in diesem Fall, dass in beide Richtungen es gerechnet wird, das heißt, die Lösung dieser Gleichung auch die Lösung dieser Gleichung ist. Manchmal schreibt man nur ein daraus folgt. Wenn man nur ein daraus folgt schreibt, dann gilt der Rückwärtsweg nicht. Dann muss man prüfen, hier hinten, ist das, was ich hier als Lösung erhalten habe, auch tatsächlich eine Lösung der oberen Gleichung. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was sind Äquivalenzumformungen, also was sind erlaubte Umformungen. Bei der Multiplikation ist es relativ einfach, bei der Division ist es so lange einfach. Dieses hier ist ja auch dasselbe wie mal ein Fünftel, wir haben das ja kennengelernt. Wie bei der Division muss man nur aufpassen, dass man nicht durch 0 rechnet. Denn wenn man durch 0 teilen würde, würde hier alles wegfallen, beziehungsweise durch 0 zu teilen ist eben halt auch nicht erlaubt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Gleichungen in Exponenten zu setzen und zu logarithmieren. Wir können auch quadrieren. Da muss man nur bitte aufpassen, dass man Beträge quadriert, weil beim Quadrieren manchmal durch die Regel minus 1 mal minus 1 gleich 1, also minus mal minus gleich plus, die Vorzeichen nicht erhalten bleiben. Also da muss man aufpassen. Und es gibt noch etwas Wichtiges, dass a, wenn a mal b gleich 0 ist, dann kann entweder der Faktor a 0 sein oder der Faktor b 0, es können natürlich auch beide 0 sein, dann kann man die Gleichung lösen. Dann gibt es natürlich noch die Klammern, die immer mal wieder Schwierigkeiten machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel x mal x plus 3 habe und möchte das gerne auflösen, das gehört jetzt nicht zwingend zu den Klammern, sondern einfach zu den Rechenmethoden, da muss man aufpassen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass man das bitte immer auf einzelne, jeweils auf jeden Summanden einzeln beziehen muss. Das heißt, wir haben dann hier x mal x plus 3 mal x. Also x Quadrat plus 3x. Genauso muss man aufpassen, wenn ich Klammern auflöse, wo nun zum Beispiel ein Minuszeichen vorsteht. Also mal angenommen, man möchte lösen 2 mal x minus 4 ist gleich minus x plus 4. Wenn ich das jetzt auflöse, dann komme ich hier, jetzt haben wir Gleichungen mit Äquivalenzumformungen, aufpassen. Erstmal hier die 2 rein multiplizieren, dann habe ich 2x minus 2 mal 4 sind 8. Und hier jetzt mit diesem Minuszeichen davor, das ist immer so ein bisschen tricky. Im Grunde genommen kann man sich das vorstellen wie plus hier vorne und dann mal minus 1.
Und dann hat man hier x mal minus 1 sind minus x und minus 1 mal plus 4 sind minus 4. Und dann hat man es auch richtig gemacht, in dem Moment, wo man sich das so aufschreibt. So, und jetzt könnte man natürlich diese Gleichung auch abschließend lösen. In der Hoffnung natürlich, dass so ein Ding jetzt oder diese Gleichung auch eine Lösung hat. So, die Aufgaben oder vielmehr die Aufgabe 6, in der einfache Gleichungen gelöst werden, sind dann im folgenden Video.